Ja, einen wunderschönen guten Morgen zu wünschen, Leute. Danke fürs Einschalten und dazu ein Servus zu Vorhanden und Closed Beta. Wir zocken heute das eine oder andere Duell. Es gibt drei verschiedene Modis mittlerweile. 2 gegen 2, 1 gegen 1, das ist ein reines 1 gegen 1 und das 4 gegen 4. Wir werden heute mal 4 gegen 4 anspielen in dem PvP-Modus bei Spieler gegen Spieler. Ja, ich habe den Zugriff zu der Beta bekommen durch einen Arbeitskollegen, der sich vorab angemeldet hat und noch zwei oder drei Beta-Keys übrig hatte. Der hat mir danach ein Invite dafür geschenkt und geschickt. Und somit habe ich jetzt eben diesen Vorteil bekommen, dass ich vorher auf diese Beta zugreifen kann. Mich würde interessieren, ob ihr Leute euch das Spiel auch holen wollt, beziehungsweise ob ihr auch die Beta spielen könnt. Ich muss sagen, das Spiel selbst macht schon ziemlich Laune. Es ist echt nicht schlecht aufgebaut. Es ist ganz geil. Natürlich, es ist eine Beta, es hat das eine oder andere Fehlerchen noch drinnen. Aber im Großen und Ganzen läuft es eigentlich ganz, ganz gut, ganz flüssig. Was natürlich leider sehr, sehr auffällig ist, dass die meisten Leute auf Samurai gehen und die Samurai spielen, weil anscheinend die Samurai die einfachsten Charaktere sind zu spielen und etwas OP sind. Da sie mit ihren Schwertern, also ihren Säbeln, nein, Säbeln hatten Samurai gar nicht, was hatten die, wie heißt denn das schon? Ein Katana. Mit diesem Katana können sie sich ziemlich auf Distanz halten, man kommt echt nicht ran an die Leute, aber. Ja, was soll's? Wir zocken jetzt einfach mal den 4 plus 4, 4 versus 4 Modus und versuchen unser Bestes darin. Hier laufen wieder mal unsere kleinen Minions mit. Die Linie ist schon vorne. Nein! Doppelter Kill. Das Problem ist, die Ausdauer bei meinem Charakter ist so schnell weg. Jetzt aber. Und vorstürmen, vorrücken, 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 vorrücken und die kleinen Minions weg. Jawohl. Bam. Oh shit, wieder mal den eigenen erwischt. Zone A erobert. Was ist mit ihm? Das ist ein Gegner. Sehe ich als Test. Shit. Nein, er holt mich beim Weglaufen. Das ist halt wirklich leider echt schwer mühsam bei diesem Charakter, weil der so schnell seine Ausdauer verliert. Das ist ein Wahnsinn. Das ist echt ein Wahnsinn. Revived er mich? Nein, ich denke nicht. Ich glaube, er revived mich nicht. Sie laufen zurück. Halten die Linie hinten gut. Wir haben B verloren. Ich werde aber jetzt versuchen, wieder mal direkt auf B zu laufen. Die Linie zu halten. Wieder mal die Ausdauer weg. Wo ist einer? Wo ist einer? Da ist einer. Haben wir jetzt auch noch verloren, aber sowas von. Nein, nein. Nein, ja, das ist klar. Er kommt mit dem Scheißspeer und mit dem Schwert. Man hat absolut keine Chance. Man hat einfach keine Chance. Das ist abnormal. Wenn da wirklich zwei Leute auf einen losgehen, ist es so unmöglich. Oh mein Gott, wie schwer wir eigentlich verlieren schon wieder. Wie schwer wir eigentlich schon wieder. Oh fuck, da gehe ich gleich wieder in Rage bei dem Spiel. Gestern habe ich einige Stunden schon gezockt und muss echt sagen, ich bin so oft verreckt. Ich bin so oft wegen diesen Scheiß-Samurai eigentlich verreckt. Jetzt kommen sie wieder zu zweit, hä? Nein. Ich kann leider nicht blocken, das Problem.
Der Vorteil ist halt eben den Assassinen, den ich spiele, dass er natürlich schnelle Schläge machen kann. Nur das Problem ist, ich gehe meistens mit den langsamen Schlägen her. Ja, mit R2, weil dann kann man eben einen wuchtigeren Schlag ausführen. Und das versuche ich eigentlich ständig zu machen. Nur das Problem ist, dass dieser wuchtige Schlag leider eben schnell geblockt werden kann. Und ich den Hit nicht durchbekomme. Deswegen muss ich mich jetzt wahrscheinlich mal mehr darauf konzentrieren, mit R1 zu spielen. Schon wieder zu zweit, schon wieder zu zweit. Und schon wieder zu zweit. Ich verstehe es einfach nicht. Das geht so schnell, ich habe absolut keine Chance gegen diese Typen. Das ist ein Wahnsinn. Was haben die für ein Level eigentlich? Level 13, Level 5, Level 4. Oh mein Gott, das sind alles solche High-Level-Typen. Da hat man absolut keinen Level gegen die. Kein Respawn mehr möglich. Ja, shit. Am liebsten würde ich jetzt schon wieder aussteigen und ein anderes Match einsteigen, weil das ist ja Wahnsinn. Wir verlieren wieder hoch 10. Das ist 1015 zu 3. Ja, Wahnsinn. Kein Respawn mehr möglich. Beat, oder wie heißt? Beat, Bad, den haben wir noch rüber. Ja. Eigentlich sagt man ja, Morgenstund hat Gold im Mund, oder wie heißt das Sprichwort? Da fressen wir ja Scheiße. Ich kann es leider auch absolut nichts machen. Diesen Zuschauer. Er blockt ziemlich schön. Aber nein, gegen 3 hat er einfach keine Chance. Gegen 3 hat er einfach keine Chance alleine. Es ist unmöglich, das irgendwie durchzubringen. Und ich glaube, ich sollte jetzt auch mal einen neuen Charakter suchen, denn der Assassin, mit dem ich kämpfte, hat absolut keine Chance zu blocken. Die Ausdauer geht so schnell zurück. Ich werde mal, ja, schön, ich habe eine Tristfarbe bekommen, die mich eigentlich so gut wie gar nicht interessiert, muss ich ehrlich sagen. Was gibt's da? Heilung durch Exekutionen. Ja, das werden wir anlegen. Ja, das ist mir exakt wichtig. Sprintgeschwindigkeit interessiert mich eigentlich nicht. Nein! Oh, ich hätte was aufgerüstet. Man kann nämlich jetzt, wie man hier sieht, pro Charakter kann man den Level für diesen Charakter steigern. Das heißt, man sieht hier, ich habe hauptsächlich mit diesem Meuchler gespielt, bin mittlerweile schon Level 8. Und man kann halt eben noch weitere Sachen anpassen, wie die Waffen, die Arme, man kann die schwere Klinge, wie man hier sieht. Ich werde da jetzt mal die Ausdauerkosten wieder das lieber anlegen, weil die Ausdauer ist echt ein Wahnsinn von dem Charakter, die ist so schnell im Keller. Man kann auch mit L1 hier eben dann nachher auswählen die Farbpaletten und hier sich gewisse Farbpaletten aussuchen und diese auswählen. Außerdem kann man natürlich auch pro Rüstungsgegenstand auswählen, welches Muster man tragen möchte, wobei der Schwarte schaut auch nicht so schlecht aus. Können wir mal das lassen. Ja, wie gesagt. Nächstes Match bereit. Flussfestung. Es geht weiter. So, man kann jetzt nochmal eben diese Ausrüstung. Es gibt auch hier eben diese. Ich werde nicht, wie du das sagen soll, Zusatz-Icons. Nein, das ist eigentlich falsch. Ich habe die Tarnung eingeschaltet. Passiv, versteck dich vor Hardradar und Zielhilfe. Ja. Aber ich werde trotzdem erstmal erhalte Gesund und Ausdauer für jeden Kills, was, glaube ich, vorteilhafter wäre. Natürlich habe ich wieder mal vergessen, Start zu drücken. Aber wie man sieht, es ändert sich doch immer mehr. Es gehen immer mehr Leute anscheinend auch auf Wikinger und Ritter und nicht nur die Samurai. Gestern beim Spiel, beim Gameplay, das war echt ein Wahnsinn. Egal auf welchen Server ich kam, egal welches Match ich eingestiegen bin, obwohl, also egal ob es jetzt 4 vs 4 war, ob es 2 vs 2 war oder ein ganz klassisches 1-on-1, es waren immer Samurai dabei. Jedes Team hatte hauptsächlich Samurai, wie man da jetzt sieht. Ist kein einziger Samurai dabei. Gab es vielleicht ein Update und das habe ich verpasst oder so? Ninja Sand, The Red King, Savage Assassin, spielt mit Rizmi, Meat Bait, aber shit, der ist gut. Der ist gut, glaube ich, weil den habe ich, den hat.
Ja, voll, das war der Typ, glaube ich, der vorher zu alleine gegen drei sich gehalten hat. Und auf geht's. Wow. Spartiaten, was ist euer Handwerk? Gleich mal A. Kann man das verlieren? Jetzt sind zu viele Minions da, da müssen wir uns jetzt alle da holen mal. Nein, ich konnte einfach nicht mehr blocken und wieder mal keine Ausdauer gehabt. Echt mühsam mit den Ausdauern. Jedes Mal geht mir die Ausdauer weg und ich... Und schon wieder im Keller und das gibt's ja nicht, die haben schon wieder alles reingenommen. 460 und jetzt, was ist das für ein scheiß Spiel eigentlich? Eigentlich wollte ich zeigen, wie geil das Spiel ist und wir verlieren jedes Mal. Wir losen es aber so richtig ab, so richtig auf die Fresse bekommen wir. Wir haben absolut keine Chance gegen diese Wichser. Was soll die Scheiße? Ja, was ist das für eine Scheiße hier? Wirklich. Ich habe absolut keine Chance. Ich kann nicht mal blocken oder irgendwas. Er geht durch, der Typ, und mischt einfach alle auf. Ich muss ihn mal richtig hinsetzen. Jetzt einmal probiere ich das Ganze noch. Wenn nicht, dann muss ich leider sagen, Leute, ich lasse das Let's Play mit dem 4x4 PvP mal bleiben und zeige ich dann nachher eine Runde PvE-Modus. Wahnsinn, Wahnsinn. So auf die Fresse bekommen. Und absolut keine Chance dagegen. Ja, jetzt hat er ihn noch bekommen. Warum? Was ist jetzt eigentlich los? Ganze scheiß Minions hier, wirklich. Nein, das gibt es ja nicht. Ich wollte gerade wieder zurückrennen, um Hilfe zu bekommen, und dann legt er mich wieder um mit seinem scheiß Spieß da. Er pickt mich einfach auf, aber jetzt zum Glück halten wir uns ein bisschen besser, aber es revived einfach keiner, es kommt keiner. Doch, ich wurde wiederbelebt. Komm, 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 jawohl. Nein, es kommen sie wieder zu zweit. Schau, ich habe keine Chance. Ich kann es einfach nicht blocken. Es ist egal, was ich drücke, ich block das einfach nicht. Das ist einfach unglaublich. Die Leute sind... Die müssen das alle gesuchtet haben, bis zum geht nicht mehr damit. Ja, klar, schau das an. Level 5, 5, 14. Der hat Level 4, also Level 11. Ah, die haben ihre Charaktere schon alle hochgepusht, bis zum geht und haben natürlich... dementsprechend bessere Ausrüstung. Ja. Wir führen absolut nicht. Ich bin nur am Verrecken, wie man sieht. Jawohl. Haben wir beide geholt. Ein paar Minions mal da aufklopfen. Wo ist jemand verletzt? Jemand ist verletzt von uns. Los, push, 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 push. Was ist da los? Was ist da los? Warum pushen die nicht? Wir haben zwar B eingenommen.
Aber wir pushen sie irgendwie nicht. Alles klar. Weg ist der Typ. Zu zweit macht man die einfach wirklich viel, viel schneller weg. Also da, das geht ruckzuck. Wie komme ich da jetzt wieder runter, verdammt? Ich muss da irgendwo runterlaufen. Wo sind die? Wo sind die? Zone A wieder mal verloren. Ach, wie schön. Zone C eingenommen. Das Problem ist, ich sehe keinen mehr von diesen Gegnern. Doch, da ist einer. Zone A eingenommen. Zone C verloren. Ja, es ist natürlich klar, sie laufen wieder beide auf mich zu, beide von hinten, er mit seiner scheiß Axt in der Hand und der andere mit dem Schwert und man hat einfach keine Chance hier, das ist Wahnsinn, ich sollte glaube ich einfach mal noch einen anderen Charakter probieren. Ja, jetzt haben wir wieder alles verloren hier. Wahnsinn, Wahnsinn, ich hole mir gleich mal wieder A. Oder versuche mir A zu holen, sagen wir mal so. Jawohl! Wir haben geholt. Oh shit! Zone A eingenommen. Was war das? Keine Ahnung. Da irgendwas. Ich wurde geblendet, anscheinend. Wir laufen mal wieder auf C rüber. Das ist ein Standpunkt, den wir eigentlich halten sollten. Weg ist er, weg ist er. Oh, er gibt mir gleich mal vollen Kick mit. Weg mit diesen nächsten Typen. Aber mit R1 geht mein Charakter noch mehr ab. Jetzt bin ich endlich mal drauf gekommen, wie ich am besten angehe, das Ganze. Alle drei sind wir oben. Scheiße, jetzt schieße ich dem eigenen Rücken. Der Typ hat sich echt einfach verzogen. Ich wollte mir jetzt eigentlich hinterherlaufen. Was ist da los? Was ist da los? Da kommen, da ist doch einer. Ja, komm, na flücht. Schau, wie er wieder flüchtet. Nein, noch drei bis zum Sieg. Was war das? Was war das? Was war das? Reviven, reviven, jawohl, und da ist er wieder. Zone C eingenommen. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Jawohl.
Das heißt, jetzt müssen wir sie noch ein letztes Mal ausschalten. Jawohl. Zone C verloren. Also wirklich mit diesen R1 ist es 10-mal besser zum Hinschlagen. Nein, jetzt verliere ich diesen Typen da. Jetzt läuft er da davon. Schau ihn an. Nein, was war das für eine Scheiße? Und einer wieder weg. Oh, noch einer über. Jawohl, alle schlagen wir auf ihn ein. Zu viert auf ihn eingeschlagen. Ich glaube, wir haben gewonnen. Jawohl, wir haben echt gewonnen. Wir haben echt gewonnen. Die Stats haben sich ein wenig verbessert. 14 zu 5. 14 Kills. 5 Deaths, ja, war nicht schlecht. Jawohl, neues Schwert freigeschalten, einen neuen Dolch freigeschalten als Zweitwaffe. Schauen wir mal kurz rein. Ich werde aber demnächst trotzdem jetzt einen anderen Spielmodus noch angehen, damit ihr den auch seht. Na gut, hat es keinen Unterschied im Prinzip. Ja, deswegen zerlegen wir das einfach mal. Man kann nämlich ja, wie man sieht, diese Waffen zerlegen und bekommt dann diese Schmiedeteile, diese 5 Schmiedeteile dafür, damit mit diesen Schmiedeteilen, die kann man sammeln. Man braucht nämlich, wie man hier sehen kann, 20 Schmiedeteile plus 30 Coins, um die Waffe aufzurüsten. Aufzurüsten bringt er eben Waffenverstärkung und so weiter und so fort. Standard, nichts Besonderes. So, dann gehen wir mal raus da zurück in das Hauptmenü. Jo, weiter. Mission abbrechen. So, und jetzt machen wir mal in 2 versus 2 Handgemenge. Ich probiere das aber jetzt lieber mal gegen KI aus, weil ich möchte ja das Spiel auch ein wenig herzeigen können und nicht nur ständig verrecken. Natürlich nehmen wir wieder unseren Assassin. Unsere Assassine eigentlich, weil es ist ja eine Frau, man kann ja in der Beta leider noch keine Geschlechter der Charaktere auswählen. Man sieht aber schon in dem Menü, dass es die Kategorie zum Auswählen des Geschlechts des Charakters gibt. Das heißt, es wird von jedem Charakter wahrscheinlich männlich und weiblich geben. Ich weiß nicht, ich spiele einfach ungern mit weiblichen Charakteren. Ich weiß nicht warum. Runde 1. Liegt mir einfach nicht so. So. Das wird jetzt ein 1 gegen 1 sein, alles klar. Ja. Gut, erster war schon mal, also ich schon mal. Oh shit! Und wieder in Sand rein. Bam! Und weg ist er. Ging ja easy. Aber wie man sieht, Ausdauer schon wieder. Also 2 Kills geht. 2 Kills kann man zu zweit angehen. Aber mehr schon nimmer. Also alles drüber. Und gleich mal anspringen, diesen Typen da. Nein, nein, nein. Warum blockt er nicht? Jetzt aber. Nein, 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 nein. Block doch, block doch. Nein, er hat mich, er hat mich. Ja, ich wollte einfach mal ein bisschen mehr in den Infight hineingehen, aber gegen Samurai, Säbel, Katana-Typen einfach keine Chance. Aber was mehr macht er, also was machen die beiden, die schlagen die ganze Zeit gleich. Irgendwie backen die da anscheinend rum. Oder? Haben die schon? Nein, sie treffen sich gegenseitig. Runde 2 verloren. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Aber so wie es aussieht, hat der. Ja, stimmt. Der Bot, der mit uns mitspielt, der hat auch einen Charakter umgedreht. Umgedreht. Umgelegt. So. Bam.
Das ist einmal Standard. Nein, 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 nein. Na komm, na komm. Nein, nein! Oh, das geht so schnell. Das Problem ist, diese Assassinen haben so einen schnellen Schlag drauf, dass man absolut keine Zeit hat, diesen abzuhören. Oh, was war denn das jetzt? Er schlagt ihm die Brücke runter und er verliert und er stirbt daran. Willst du mich eigentlich verarschen? Gut, gut zu wissen, weil mein Assassin kann ja eben diesen Frontkick da machen. Das heißt, ich werde ihn mal auf die Brücke ziehen und werde ihn einfach runterkicken. Ja, so wie der jetzt das gleiche mit ihm gemacht hat. So. Und das muss ja funktionieren, oder? Jo, funktioniert. Easy. Easy. Aber wie kann ich diesen Ruf da machen? Das verstehe ich nicht. Ja gut, das ist aber etwas zäh, sag ich mal. Also wenn die jetzt wirklich einfach nur daherkommen und ich kick da jedes Mal nur so blöd drauf, sieht man, ist es eigentlich eine easy Geschichte und ist eigentlich nicht das, was das Spiel da zeigen soll, sag ich mal. Jetzt aber. Oh, das Shit! Nein, doch, das war jeder eigentlich. Ich dachte, der Gegner wurde getötet. Shit, ich kapiere das Spiel einfach zu wenig. Boah, wie spät ist es jetzt? Es ist 10.15 Uhr. Eine gute Zeit, sag ich mal, um wieder abzuschalten. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt die Beta von Forerunner ein bisschen näher bringen. Ich weiß noch nicht so richtig, ob ich mir das Spiel holen soll. Mich würde auf alle Fälle interessieren, ob ihr euch das Spiel holt. Lasst mir euer Feedback bitte in den Kommentaren. Ich sage wieder mal danke fürs Einschalten, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Servus.